als ob sie es geahnt hätte, schon ihr Trikot zeigt, sie ist die Figur dieses Spiels, Malagros. Als Torhüterin muss man das erstmal schaffen. Natürlich habe ich sowas noch nicht erlebt. Ich stand noch nicht so auf dem Pokal-Halbfinale und habe Elfmeter gehalten. Also es ist cool. Das Spiel kommt erst durch sie und dadurch erst zum Ende hin richtig in Schwung. Davor ist nur der Anfang aufregend. Ein Handspiel von Dawson in der 4. Minute und dem folgerichtigen Elfmeter, sicher verwandelt von Georgia Stanway zur frühen Bayern-Führung. Danach übernehmen die Frauen der Eintracht Frankfurt zunehmend die Kontrolle. Weil die Gastgeberinnen hier nicht konsequent genug verteidigen, kann Geraldine Reuteler direkt und unhaltbar ins rechte obere Eck abziehen. Der Ausgleichstreffer zum 1:1 in der 18. Minute äußerst spektakulär. Einmal kann sich Malagros in der regulären Spielzeit in Szene setzen, für eine Sekunde mit vollem Einsatz. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit eine riesen Torchance hatten, wo ich glaube, Malagros mit dem Gesicht hält. Ist natürlich auch ein bisschen Spielglück dabei, muss man auch sagen. Wenn der reinfällt, weiß ich nicht, ob die Bayern da zurückgekommen wären. Das ist alles hypothetisch. Es bleibt beim Unentschieden nach 120 Minuten und dann heißt es Elfmeterschießen. Genau das werden ihre Momente. Sie liest die Gegnerinnen, verlässt sich auf Instinkt und Gefühl. Alles, was vorher besprochen wurde, ist weg. Jetzt geht es um sie und das, was sie kann. Malagros hält insgesamt 3 Schüsse der Gegnerinnen und legt damit den Grundstein für den Sieg. Wenn man 120 Minuten spielt plus Elfmeterschießen, ja, dann ist es ein ins Finale zittern. Das muss man schon so sagen. Aber das gehört zum Fußball dazu. Das macht es auch spannend. Und irgendwie ist das Gefühl danach umso schöner, wenn man dann nach so einem Spiel ins Finale einzieht und nicht vielleicht, wenn es dann irgendwie ein einfacher, in Anführungszeichen, Arbeitstag war, was wir aber auch nicht erwartet haben. Am Ende trifft Pernille Harder zum 3:1-Sieg für die Frauen von Bayern München. Den Einzug ins Pokalfinale haben die Münchnerinnen aber vor allem ihrer Torhüterin Malagros zu verdanken.